alles perfekt. Deswegen wissen ich jetzt erst. Also, dann setze ich mich auch mal zum Carlos hierher. Mit ihm oder ohne ihn. Jetzt müsst ihr 10 Minuten oder so uns beiden die Zeit gönnen. Carlos Cuenca Ramirez. Ungefähr 40 Jahre kenne ich dich in der Zwischenzeit. 40 Jahre, wie viele von euch, die hier stehen, auch so. Aus der Zeit als 40 viele Jahre. Viele kennen wir ja. Auch schon so lange. Genau. Also ich kenne den Carlos aus der Zeit im Wilden Mann, als ich sozusagen der Saftschlepper war und manche von euch auch bedient haben mit Viertele und Achtele und Halbe. Hast du prima gemacht. Gell? Und der Carlos hat auf der linken Seite ja die Galerie Cuenca gehabt. Und ich war da so 20, 21, als ich anfing zu arbeiten. Und er hat mir eigentlich mit dem, was er da ausgestellt hat, überhaupt diesen Weg zur modernen Kunst gezeigt. Und da bin ich dir heute noch dankbar dafür. Und wie wir beide auch intensiv zusammengearbeitet haben, das kann man, wenn man nachher in die Küche geht, auch sehen auf dem Bildschirm drauf, da ist ein Foto von uns beide 1981, 82 vielleicht am Stammtisch. Wir haben Mexle gespielt. Weil Carlos hatte oft ein Schild vor der Galerie, da stand drauf: Galerie geöffnet, bin nebenan. Bin ich da klein. Und so war das damals. Und Carlos, du hast ja damals auch, was für mich auch schon eindrucksvoll war, zum Beispiel diese Reißverschlussbilder gemacht, und die Zahl 18 ist ja für ein Teil deines Schaffens eine wichtige Zahl. Ja, wenn man das Digital-Analoge nimmt, die Zahl 18, sag uns doch da mal zwei, ja, drei Sätze drüber. Die Zahl hat etwas mit Super 8 Filmen zu tun, weil ich damals ja Super 8 Filme gemacht habe und 18 Bilder pro Sekunde sind durchgelaufen, und das war eigentlich immer der Grund. Deswegen mit 18 Bildern ist das immer ein Zeichen für eine Sekunde. Ja. Und das in Friedrichshain zum Beispiel, da läuft das ja so runter. Das sind 18 Stäbe. Eine Sekunde, 18 Teilbilder. Und genau. Das sind dann ein Achtzehntel ist jedes einzelne, jeder Stab. Es gibt da auch Reißverschlussbilder in dieser Art, die kann man dann so entsprechend, man kann es wellig machen oder eben auch analog. Also das hängt immer mit diesen 18 von den Trickfilmen. Also damals diese Super 8, aber nicht Super 8. Das war 60er, 65 ungefähr. Mit Rolf Glasmeier zusammen haben wir dann solche Sachen überhaupt gemacht. Rolf war da stark mitbeteiligt mit seinen Kaufhausobjekten. Ich habe mit Reißverschluss gemacht. Und so sind diese Sachen eigentlich entstanden. Damals, 64. Genau, also die Zahl 18 praktisch aus diesen Anfängen des bewegten Films, das Auge sieht so ab 16 Bilder pro Sekunde, kann es nicht mehr unterscheiden, dann ist das ein bewegtes Bild, und deswegen sind diese ganzen Schmalfilme, die man damals mit der Kamera, ich habe das Geräusch noch im Ohr, wie das so gerattert hat beim Abspielen, das waren ja immer dann 18 Bilder pro Sekunde, und das ist sozusagen das Digitale. Damals war das Wort digital eine andere Bedeutung gehabt als heute, und das Digitale hat sich dann durch diese Bewegung ins Analoge gewandelt, und es ist sozusagen ein digitaler Strich immer mit der Zahl 18. Jetzt hier zum Beispiel bei diesen Weißverschlüssen oder auch diese Bilder, die dann später entstanden sind, das sind immer 18 solche Keile, die ineinander gehen. Die Friedrichsau hast du schon genannt, das war 1980 die Landesgartenschau, ein tolles Objekt. 1980, genau. 79, 80 war die Gartenschau, hängt heute noch wunderbar da, vor ein paar Jahren ist es renoviert worden, im See drin, diese 18 Stangen, die schwarz-weiß Stangen, die dran sind. Ja, und 10 Jahre später, ich springe jetzt so ein bisschen, da war dann 1990, da war ja das große Münsterjubiläum, und da hast du ja auch ein Objekt gemacht, da hängt eins, ein Abklatsch davon sozusagen, da erkläre ich gleich was dazu, aber dein Objekt damals war ein langes Seil, 161 das war Meter. Ein Seil, ungefähr den also 161 Meter lang, und auch wieder in 18 Teile aufgeteilt, habe ich das so nach und nach. Buri hatte damals am Münsterplatz Zelte aufgebaut und hat mehrere Künstler dazu eingeladen, dass wir zum 100-jährigen Jubiläum des
Hauptturms irgendetwas machen. Und da habe ich damals dieses 161 Meter lange Seil in dieser digital-analogen Form gemacht. So wie die Friedrichsau da jetzt hängt, so war das am Stück. Genau. Und du hast aber dann aufgerollt auf dem Platz. Und ich habe dann vor Münster habe ich eine Spirale aufgerollt. Es gibt da Fotos davon auch, von der Spirale, oder besser gesagt von der Schnecke, wenn man so will. Das hat sich dann so ergeben. Genau. Ja. Und der hat sie, also das war dann dieses Hanfseil, und das hat er bemalt mit schwarzer Farbe. Und weil mir ja der Münsterplatz damals wohl noch nicht gestaltet also in war. In diesem Ablauf, analogen Ablauf, habe ich das bemalt. Genau. Das waren 18 Sequenzen auf die 161 Meter. Genau. Und da war dann Packpapier drunter und da hat er drauf gepinselt, ja. Der Carlos. Und damals, so dicke Pinsel. Und damals habe ich halt auch geguckt, dass ich irgendwie Kunst herkriege, und habe alles gegriffen, was ich kriegen konnte, und habe von diesem Packpapier, das da lag, das habe ich dann aufgerollt, und das lag jetzt ungefähr 30 Jahre bei mir im Keller aufgerollt, und letzten Sommer sind wir dann losgegangen und ich habe es dann so in 80 Zentimeter Stücke geschnitten und dann hat er das nochmal signiert, und das kann man jetzt schön verpackt, so ein Abdruck dieses 1990er Münsterwerks, das kann man hier auf der Rückseite sehen, mit wunderbaren Pinselstrukturen und Strichen, wo man eigentlich so gar nie hinkriegen würde, wenn man sich vor so eine Leinwand oder ein Papier stellt. Also ein Abfallprodukt, aber ich finde von der Ästhetik her eine wunderbare Geschichte. Carlos, ein Thema, du hast ja in der Galerie ja dann auch eine Edition rausgegeben, das sind, hängen auch Bilder links dran, hängt eins davon aus der Edition, aber was so im Format her ja irgendwie wichtig war, war dann dieses Thema Bildschirmtextgalerie, die war 1981, ja. 82, da hast du auch mitgemacht. Ja. Das war ja damals, ich erzähle vielleicht kurz, diese neue Mediengesellschaft in Ulm, Sie erinnern sich vielleicht das Thema Bildschirmtext, das war ja das Vorläufermedium von unserem heutigen Internet. Damals im Format, im Bildschirm, der normale Bildschirm mit 5x5 mm Format, ist, so wie heute Videotext noch irgendwo unten mitläuft, das gleiche Raster. Und die Zentrale von der Bund, der damals Deutsche Post, vom Bildschirmtext, die war in Ulm. Und der, ja. Gerhard Breininger, neue Mediengesellschaft, ja. Eine Tochter vom Ebner Verlag, der saß auch hier in Ulm, hat hier als Redakteur, ja. gearbeitet und saß auch immer ein wilder Mann rum. Und dann, ja. ist irgendwann die Idee gestanden, dass man in diesem Medium Bildschirmtext eine Bildschirmtextgalerie macht. Und die nicht nur auf dem Bildschirm zeigt, sondern auch Drucke davon macht. Und eines von, glaube ich, 20 Exemplaren, die insgesamt entstanden sind, hat er damals gemacht. Die ersten auch neun. Die ersten neun, genau. Und alles Künstler der Galerie Quenka. Genau. Und ich behaupte jetzt mal, im Ulmer Museum steht das älteste Kunstwerk der Menschheit, nämlich der Löwenmensch. Und hier ums Eck in der Küche könnt ihr das älteste digitale Kunstwerk der Menschheit sehen. Das ist nämlich von Carlos Ramirez. Ja, ich habe noch niemanden gefunden, der dieser These wirklich faktisch widersprechen konnte. Ja, Carlos, jetzt sag uns doch noch mal ein bisschen was vielleicht zu diesem großen Objekt da hinten. Das ist ja, hat ja was mit einer Raumöffnung zu tun. Oder? Das Stoffobjekt. Ja, genau. Also da ist es ja auch wiederum so, dass hier der Raum veränderbar ist. Also man kann das ja ganz öffnen und in den Raum legen, den Mittelteil oder so. Diese ganzen Reißverschlussbilder, die großen Stoffobjekte, sind eigentlich alle so gedacht, dass sie einmal Wand und auch den Boden, also auch den Raum ausmachen, wenn man sie öffnet. Okay. Also das sind natürlich alles immer Objekte, die durch den Betrachter eigentlich verändert werden, und eigentlich der Betrachter macht die Kunst, wenn er sie verändert. Okay. Und vielleicht noch als letztes dann im nächsten Raum, wenn er rüber geht, da hängt dann dieses große schwarz-gelbe Objekt, und zwar genau im Winkel von 23,5 Grad. Das hat an der Wand dran. Das hat etwas mit der Erdachse zu tun, die natürlich ein bisschen rumeiert, aber 23,5 Grad sind es in etwa. Und das war der Anlass, warum ich die Bilder so aufhänge, und dann wiederum die Bewegung, dass ich diese beiden Elemente, also zwei Farben,
aneinander vorbei bewegen. Deswegen ist das jetzt das Schwarz bewegt sich über das über eine Knosse, so kleine, das sieht man. Wie die da hinten auch. Das hat damit auch zu tun. Das sind Collagen, kleine Collagen so als Muster für diese großen Bilder. Genau. Weil ich habe ich hätte viele Bilder noch draußen, aber haben alle ein paar genau. Bilder. Und also auch hier die 23,5 Grad, also ihr merkt jetzt auch, Carlos hat immer gleich das ganz Große genommen, nämlich die Verschiebung der Erdachse aus der Mitte raus, die dann so um die Sonne herumkreist, 23,5 Grad. Und das ist sozusagen der Winkel, in dem jetzt diese Collagen hier im Raum stehen und auch so drüben das große Objekt, das da hängt. Und wenn wir sagen, irgendwie so immer das ganz Große, oben an der Universität, da ist ja die höchste Straßenbahnhaltestelle Deutschlands in der Zwischenzeit und da nebendran, da hängt auch ein Objekt von dir im Raum, das sich da dreht, gell? Also auch da sozusagen ein Rekord. Der erste digitale Künstler, die Erdachse ist sozusagen das Thema. Und dann noch die höchste Straßenbahnhaltestelle der Welt. Ich bin ganz stolz, dass ich neben dir sitzen darf. Und dass wir uns so lange kennen. Das ist immer schon ein bisschen. Ja, das soll es eigentlich so mal gewesen sein. Ich freue mich. Ja, noch da. Ihr sprecht ihn an und es ist wie immer, da hinten ist ein Tresen, da kann man sich Getränke nehmen, es ist so eine Kuh da, da kann man, wenn man möchte, etwas reinwerfen und eine Preisliste gibt es und solche Sachen wie hinten im Ex, das sind ja, also ich meine jetzt nicht die Rot um Gottes Willen, sondern hinter der Rot. Diese Bilder zum Beispiel sind für 100 Euro dann signiert zu haben, wer also noch dringend ein Weihnachtsgeschenk braucht, der kann hier zuschlagen. Also, vielen Dank fürs Kommen und schönen Nachmittag hier noch. Dankeschön. Ja.